So, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kerbal Space Program hier in der 024er Version mit unserem schönen Karrieremodus. Und erstmal vielen Dank an alle, die hier wirklich mitgewirkt haben und auch mir immer hier die netten Mod-Vorschläge posten. Und auch vielen Dank hier für den Tipp mit OpenGL nochmal, der kam glaube ich von Arielus. Es läuft. Ich bin super glücklich, es läuft. Die 64-Bit-Version läuft wieder, wir haben also hier alles am Start. Gleichzeitig habe ich noch zwei neue Mods installiert. Zum einen ist das Station Science gewesen, war vom im vorletzten Part stand das drunter, also im Part 18. Dadurch werden hier die Clampotron Docking Ports ein bisschen nach vorne geschoben. Das ist jetzt ein Attachotron Prototype Docking Port. Warning, fuel cannot transfer across this part, not even through manual pumping. Also hier ist ein bisschen eingeschränkt. Dafür haben wir jetzt schon die Möglichkeit, halt im Orbit einfache Konstruktionen zu bauen. Ist mir persönlich ganz lieb und ja, wollen wir mal schauen, was es sonst noch gibt. Hier gibt es noch zwei neue Parts. Plant Growth, was ist das hier? Ein quasi für einen Skylab zu bauen. Hier können wir also Pflanzen anpflanzen und gucken, ob die im Orbit gedeihen oder auch nicht. Und dadurch können wir auf jeden Fall hier schöne Forschungsergebnisse gewinnen. Gleichzeitig haben wir noch das THNKR Science Lab, das ist ebenfalls das Science Lab Modul ein bisschen nach vorne geschoben, ein bisschen vereinfacht, braucht Minimum Crew to Operate einen nur und ja, dieses Modul beinhaltet sämtliche Instrumente, Computer und ja, auch Snacks, die halt körbelanische Forscher benötigen, um rauszufinden, wie faszinierend denn auch der Weltraum wirklich ist und ja, hier können wir also unsere Experimentalmodule dran bauen. Sehr geil. So, dann habe ich noch einen zweiten Mod installiert und die nennt sich, habe ich vergessen, auf jeden Fall geht es da um Teleskope. Und da gibt es hier den Science Hard Drive, a small hard drive, great for storing science data, but unfortunately prone to data corruption. Da kann man quasi die Daten zwischenspeichern, wenn man jetzt gerade mehrere Forschungsaufträge, sag ich mal, hintereinander abfrühstücken will auf unbemannten Drohnen, wie ich das jetzt verstanden habe, hat 20 MITS, also Megabits Kapazität. So, was gibt's hier noch Neues? Dann Creature Comforts, das hier ist ein, das benötigt 30 Eurekas, was auch immer Eurekas sind, Bioproducts und wenn es fertig ist, 3,2 Tonnen Masse. How much are the animals in the Zoology Bay enjoying being in space? Also, da können wir hier Tierversuche im Weltraum starten. Bin ich auf jeden Fall ein großer Freund von. Ja, gut. Im Sinne der Körbelheit muss das alles stattfinden, so leid es mir tut. So, dann haben wir den Kibble Storage Junior. Da können wir 30 Kibble reintun. Was auch immer Kibbles sind. Ich denke immer kleine Körbels. Und ja, auch hier können wir 100, der Kibble Storage, ich weiß noch nicht genau, was da reinkommt. So, und dann haben wir noch den Zoologie Bay und it can get lonesome in space and the furry creatures in this module are sure to brighten any Kerbal's day. Also hier können wir quasi unsere Tiere, ja, begutachten oder was auch immer. Die Tiere essen Kibble, wie ich jetzt hier gerade rausfinden, aber wir können sie auch in einen Winterschlaf setzen, falls es leer ist. Gut, das hätten wir dann, kriegen wir hier noch zwei neue Module. Nicht gerade billig, ein DZZY-Zyklotron oder Cyclotron. Und das ist ein State-of-the-Art Compact Particle Accelerator, also ein kleiner Partikelbeschleuniger, sowas wie das CERN. Nur für unterwegs und die generieren Quarks und die, ja, und gleichzeitig erwärmt es auch unsere Mikrowellengerichte. Und die Quarks brauchen wir dann wiederum für andere Sachen. Nämlich hier Procreate Quarks are stable. So, wollen wir 50 Stück sammeln und dafür, also wir müssen 50 Quarks sammeln, dafür können wir dann dieses Experiment abschließen und Science Points generieren. Und dann haben wir noch Universal Storage Alkaline Fuel Cell. Und da das Ding, ach, das war hier diese Batterie, die wir schon haben. Diese, ja, diese, wie nennt man das Ding im Deutschen? Sag schon hier kurz, Mercedes hat damit experimentiert, Brennstoffzelle. Ja, mit Wasserstoff und Sauerstoff generieren wir dann Wasser, Wärme und bisschen Strom.
Das wäre schon mal hier die Basis für unsere Basis. So, da, wo wir gerade bei Basis der Basis sind, da hattet ihr entschieden, wir sollen also Jeb zurückholen und beziehungsweise einer hatte geschrieben, alle zurückholen. Ist jetzt halt aus organisatorischen Gründen nicht machbar. Ich habe eben gedacht, das Spiel stürzt ab, weil die Vögel aufhören zu zwitschern. Also, wir werden Jeb zurückholen und durch einen Ersatzmann aus dem Team ersetzen. Jeb wird wichtige Aufgaben übernehmen. Und gleichzeitig ist es natürlich unser Ziel, eine dauerhafte Station aufzubauen. Das heißt, wir müssen hier nochmal forschen. Wir switchen mal kurz rüber zum Moon. Gucken mal rein. Wir haben hier um den Moon Imager rumfliegen. Der hat auch sogar gerade Kontakt. Und ich will mit dem Moon Imager mal schauen, was wir hier an Möglichkeiten haben in unserem Landebereich. Ich weiß, dass wir hier, haben wir Carbonite gefunden, ob wir dann unseren Landebereich ein bisschen rüberschieben oder ob wir wirklich hier jetzt die Basis einfach ausdehnen und machen halt in 50 Kilometer Entfernung einen kleinen Outpost hin. Je nachdem, was wir hier an Ressourcen haben, denn wir wollen natürlich diese Ressourcen auch ernten können und nicht wie im ersten Let's Play, wo wir hier in dem Krater haben wir hier gesessen. Ich hoffe, man sieht es jetzt noch auf YouTube. Hier neben sitzen wir ja in unserem anderen Let's Play. Und überall gibt es Ressourcen auf dem Moon, nur halt nicht in diesem verkackten Krater. Und das will ich dieses Mal einfach vermeiden. Gut, also wir haben noch Comsat 1, Orbiting Kerbin. Der eiert ja hier auch noch rum. Die Comsats werde ich jetzt peu à peu ausstoßen. Ich habe mir das jetzt so überlegt, dass wir hergehen und dritteln das Ganze. Hier müssen wir das Tempo nochmal ein bisschen anpassen. 1008,6 ist nicht adäquat. Aber das Ganze möchte ich halt nebenbei mit abarbeiten, da wir jetzt erstmal wieder ein bisschen unsere Freuden der bemannten Raumfahrt widmen wollen. So, Launchpad Reconditioning dauert einen Tag. Dann sollten wir aber die Zeit hier in der Map nochmal verbringen, um einfach zu gucken, wie sich hier das mit unseren Satelliten verhält. Normal dürfte es nur eine Umdrehung geben. Wir können nochmal hier to complete warpen. Hat sich nicht viel getan. Wir müssen etwa noch bis hier. Allerdings können wir hier dem Ding, das dauert jetzt ja wieder 4 Tage. Ich werde jetzt hier die nächste Stufe abdocken. Da wir ja immer Sichtkontakt beibehalten müssen. Ganz wichtig, sonst funktioniert hier gar nichts mehr. Da wir ja momentan hier nur die Omni-Antennen haben. So, hier ist die fette Unterstufe noch. Die können wir dann sogar den Abfall... Ja, den Abfall müssen wir mal gucken, wie wir den verschrotten. Wahrscheinlich müssen wir gucken, dass wir einfach die Flugbahn ein bisschen verringern und dann wird der Abfall hier halt für ewig... Obwohl, nee, wir haben ja hier das KOS-Modul an Bord. Jetzt habe ich den Rechtsklick-Bug, obwohl ich das Spiel gerade frisch gestartet habe. Auch nicht schlecht. Okay, jetzt nur aufpassen, dass der nicht alles gleichzeitig abfeuert. Wir wollen diesen Part hier, die Kappeln für die nächste Antennenstufe. Und bitte. No connection, jetzt dauert es kurz und hat sich eine neue ID geholt. Und wir sind frei. So, damit wollen wir jetzt auf die benötigte Höhe hochswitchen. Jetzt kein KOS-Modul, jetzt halt wie gesagt rein den Flight-Computer zur Verfügung, macht aber nichts. Leider haben wir kein Modul für den Engineer. Das hätte die Sache jetzt ein bisschen auch vereinfacht, da wir einfach unsere Periode, unsere Orbital Period, also einmal die Zeit, die wir brauchen für unsere Umrundung, hätten wir damit ziemlich genau einstellen können, aber was nicht ist, ist nicht. Wir drehen uns Prograde erstmal und beschleunigen oder wir programmieren mal hier die Periapsis. Hier die Abrapsis zu raisen auf ziemlich genau diesen Wert. Ja, so wollen wir es erstmal machen. Das heißt, wir richten uns auf den Node Prograde aus. Drücken den Execute-Button und skippen die Zeit mal ein bisschen vorwärts. Ja, im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, dass ich die Batterien dann doch, dass ich mich dann doch für dieses 62,5 cm System entschieden habe. Da mir das, ja, die Batteriekapazität ist mir jetzt ein bisschen dünn. Dünn trifft es ganz gut. Ich habe da ein bisschen... Scheiße. Scheiße, der kann nicht.
Scheiße, der kann nicht. Moment mal, aber der andere ist hier direkt hinten dran. Der kann nicht brennen, weil wir das Triebwerk nicht aktiv haben. Aber wir müssten eigentlich mit dem anderen kurz mal rüber switchen, dass der wieder online kommt. Jetzt müsste der hier unsere Verbindung zeigen. Wir können wieder zurück switchen. Solange die Probleme sich mit dem Add-on darauf beschränken, soll es mir recht sein. So, Antrieb ist aus. Triebwerk ist an. Vektor steht noch. Manöver ist gesetzt. Und wir können jetzt zu unserem Manöver vor. Das will ich noch machen. Auch wenn ich gesagt habe, dass ich jetzt in der Episode eigentlich die Mondgeschichte weiter vorantreiben möchte. Aber wir müssen ja eh die Zeit abwarten. Also babbel ich derweil ein bisschen Dummzeug. So, und jetzt wollen wir exakt an der Apoapsis auch brennen. Und zirkularisieren. Oh, wie schön, wie genau das geht. ...865 und 869. Wir wollen ja, wir müssen das relativ genau leider hinbekommen. Hier müssten wir ziemlich gleich sein. Ja, um 2000 Meter, um 2 Kilometer. Wenn das auf der Erde jemand hinbekäme, dann wären die sehr glücklich, die Menschen. Also auch hier nochmal ein Exec. Und damit hätten wir jetzt zumindest hier schon mal diesen Bereich abgedeckt. Wobei wir natürlich nur 5000 Kilometer Reichweite mit der Omni... sagst du gerade was hier mit der Omni-Antenne? Denn auch die muss natürlich gefüttert werden. So, wir haben jetzt hier natürlich nur eine, glaube ich, an Bord, ne? Oder haben wir zwei schon eingepackt? Wir haben zwei eingepackt, das heißt hier die eine, die können wir activaten und die geht auf Active Vessel. So, dass dann alles gesund ist. Jetzt zieht es uns natürlich die Batterie wahrscheinlich relativ... Ne, es geht. Na, Electric Charge ist jetzt natürlich auf dem Nullpunkt. Aber wieder voll. Also wir haben eine relativ wenig Zeit, wo die Sonde dann wirklich offline ist. Das ist auch okay. Und die Solar Panels sind also hier das momentan in der Lage, locker zu stemmen. Das Ding geht leider nicht zu decoupeln. Das ist dann halt so ein bisschen... Sieht halt ein bisschen doof aus, aber... Dafür war er günstig. Ne? So, und ich sehe gerade, er hat ja eigentlich direkte Verbindung zum Mission Control gleich. Also wir können dann im Endeffekt eine Antenne von ihm auf Mission Control zeigen. Dann haben wir hier eine sichere Verbindung und können mit der anderen Antenne auf den dritten Satelliten zeigen. Irgendwie so, habe ich es mir gedacht. So, wir haben einen, müssten einen guten geostationären Orbit haben. 1009,6 an der Periapsis, da können wir noch ein bisschen korrigieren. Bei 1009,0 sind wir dann eigentlich perfekt, aber das steht jetzt erstmal. So, eine Antenne, wie gesagt. Statt auf den Comsat 1 geht die auf Mission Control. Damit sind wir hier safe und können jetzt quasi für dieses Teil, was bald den Einflussbereich verlässt, oder den Sichtbereich auch dann tatsächlich ein Funksignal zur Verfügung stellen. Wir blenden mal das hier ein und warpen mal. Wow. Was ist denn hier passiert? Hallo? Warum eiert denn der jetzt? Oh ne, das finde ich aber jetzt scheiße. Das finde ich ja jetzt mal richtige Scheiße. Was soll denn der Case jetzt? Jetzt hat sich das irgendwie beim Warp hier... Alter, ist das hier einfach aus der... Oh, ne? Wieso macht denn das sowas? Wieso macht das Spiel jetzt sowas mit mir?
Das ist doch scheiße. Jetzt müssen wir gucken, wie wir hier den Orbit wieder gerade biegen. So. Ja, so ein Käse, ey. Oh, weißt du? Okay, haben wir wieder was gelernt? Niemals. Niemals machst du das so, ne? Müssen wir mal gucken, dass wir da jetzt gleich online kommen. Da müssen wir jetzt ein bisschen brennen. Vielleicht müssen wir hier Kontakt mit Mission Control herstellen können. Dann müssen wir erstmal hier... Das ist doch ein Müll. Oh, das ärgert mich ja jetzt, ne? Gut, wir kriegen das wieder glatt gezogen. Müssen dann im Endeffekt nur... Jetzt sind wir schon wieder offline, weil... Strom alle. Ich raste aus. Das Coole ist aber, er richtet sich so mit dem bisschen Strom, was wir haben, gerade noch so aus. Müssen wir nur hoffen, dass wir... Naja, wir generieren wohl ein bisschen Energie. Aber das muss ja jetzt eigentlich echt nicht sein, ne? Aber wenn wir in Time Warp gehen, generieren wir so eine Basic Energy. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Ich nutze es jetzt einfach, weil das Spiel hat uns ja auch hier den Orbit kaputt gemacht. Und wer cheatet? Ja, fick nie den Ficker, sagt man ja auch. Wer cheatet, der muss halt auch erdulden, dass wir hier ebenfalls übel mitspielen. So, jetzt das Ganze hier wieder korrigieren. Ich hoffe, der Treibstoff langt. Wir haben nicht sehr viel. Waren ja eigentlich nur für kleine Kurskorrekturen gedacht, die kleinen Sprittanks, aber so aussieht, hält es sich. Wir hoffen, dass er gleich abdreht. Macht er. So. Ja gut, damit haben wir jetzt einen einigermaßen guten Orbit. Okay, 6-7 zu 6-7. Wahrscheinlich wird es jetzt einfach nur fucking perfekt. So, wir müssen kurz hier Time Warpen. Hm? Time Warpen? Hm? Will er nicht. Gut. Ah, jetzt ist er online. Aber ich möchte jetzt die Zeit nicht verschwenden. Und wir werden erstmal uns um unsere Schiffe kümmern. Hier der Punkt, das bleibt ja alles bestehen. Mache ich mir keine Sorgen. Alter, so ein Elend. Echt mal, das ärgert mich. Muss ich erstmal eine Kaffeetasse ziehen. So ein Scheiß. Aber was ein Glück hier. Haben wir genug taktische Reserve eingeplant. Das hat funktioniert. So, schauen wir uns gerade mal an, was wir hier im VAB Storage haben. Rosinenbomber 2. Wollen wir uns gerade mal hier kurz im VAB anschauen, damit wir wissen, was uns hier gleich erwartet und ob das Staging stimmt und alles. Also hier haben wir einen, wie den ersten Rosinenbomber, nur ohne Fairing, was ich noch nachrüsten werde. Das dauert dann nicht lange. Und wir haben die Möglichkeit, einen Körbel mitzunehmen. Und dort hinein wird steigen, nicht Bob Kerman. Nein, es wird sein Gertrude Kerman. Gertrude Kerman ist ein schöner Name für einen Körbel, der sein restliches Leben auf dieser schönen Körbelwelt auf dem Moon verbringen darf. Und wir wollen das Egg-Shaped Fairing anbringen. Wenn wir dürfen. Wir dürfen. So, er steigt ein, die packen nur nach außen die Planke dran. Der Rest ist eigentlich genug da. Er darf von Hand fliegen. Weshalb wir das KES-Modul rauslassen könnten, wenn ich jetzt nochmal ein paar Bauteile remove. Eigentlich wäre es nicht schlimm.
einfach um Kosten zu sparen. Es wird ja jemand hinfliegen, es wird auch jemand zurückfliegen. Und wir müssten noch diese Untergruppe abwerfen können eigentlich. Ja, nur wo? Nee, lassen wir so. So, Fallschirm habe ich mit Absicht keine dran gebaut. Weiß ich nicht, ob ich das im letzten Part schon gesagt habe. Achso, okay. Den Computer-Core können wir nicht abbauen, dann bleibt er dran. Na? Okay, Save Edits. Und jetzt dauert es hoffentlich nicht so lange zu bauen. Wir haben nämlich die 20 Minuten schon wieder voll gemacht. So, Rosinenbomber 2, 22 Minuten. Zip. Okay. Ja, haben wir den Part noch ein bisschen Unsinn gemacht. Im nächsten Part würde ich sagen, starten wir das Ding direkt. Da habe ich auch gleich mal wieder zwei Parts aufgenommen. Guck mal, wie das klappt. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.